bin der Dan Hermann aus Firma Brøns hier in Dänemark. Ich bin der zweite Generation von einem Familienunternehmen, wo wir Landwirtschaftsmaschinen importiert. Wir verkaufen seit 2005 Krone hier in Dänemark und wir haben heute ungefähr 16 Händler in Dänemark, der Krone hat. Wir haben hier eine Vorführung, eine kleine Veranstaltung gemacht, wo wir unser Quaderballenpressen zeigen will, unser Big Packs natürlich, aber natürlich auch unser Premos. Die Region, wo wir heute sind, das ist ein bisschen südlich von Aarhus. Das wollte sagen ungefähr in die Mitte von Jütland. Und die Region hier sind eine sehr fette Boden, also ein richtig guter Boden, wo viel Pflanzenbau angelegt wird. Und wenn du Pflanzenbau habt hier in Dänemark, dann hast du ein paar Schweinebauer hier. Aber Kühe und Milch, das ist gar nichts. So, das ist hier ein richtiger Boden, wo viel Stroh und Ernte gemacht wird. Seit 2005 haben wir fast jedes Jahr eine Vorführung gemacht, irgendwo zentral in Dänemark. Jedes Mal mit einem anderen Thema. Und bis jetzt war immer Thema fast Silage, entweder den Häcksler oder Rundballenpressen oder Svader oder irgendetwas. Aber dieses Jahr haben wir entschieden, auch wegen den Premos, das Stroh, da wollen wir voll reingehen und wir machen hier dann eine Strohvorführung hier mit unseren Premos und Big Packs. Wir haben viel Strohhandel und viel Strohexport, so da sind ein großer Markt für Strohabräumen in Dänemark. Da sind eine sehr große Nachfrage nach Premos in Dänemark. Ich denke, europaweit ist es so, aber wir haben sehr viel zweite Generation Verbrennung von Stroh hier in Dänemark. Viele Strohwerke, da Stroh nehmen für Verbrennung, für Heizung und für Elektrizität. Und auch die Biogasanlagen, die fragen nach diesem Produkt von Premos. So, da sind eine große Nachfrage hier für Stroh und für verschiedene Arten von Stroh, also in Ballen oder in Pellets, wie die Premos. Die gefragte Produkt in Dänemark in Stroh war immer die 4x4 Balle, also 1230 Ballen, weil seit 80er Jahren haben die hier in Dänemark diese Hesternpresse rübergeholt von USA und die Big Packs gemacht. Aber seit die letzten 2-3 Jahren, da sind wir richtig gut durchgekommen mit den 1290 HDP Presse von Krone. Wir mussten die Kunden ein bisschen lernen, dass diese Maß geht auch. Und auch die Verbrennungsanlagen, da muss wir ein bisschen lernen. Hör mal zu, ihr kann 25% oder 30% mehr Stroh auf selbe Fläche haben einzulagern. Und dazu kommen die 1290 richtig gut durch. Und dieses Jahr haben wir auch richtig gut Gas gegeben mit dem HDP2 hier in Dänemark. So ganz langsam dreht die dänische Markt von die 4x4 Balle auf 1290er HDP Ballen. Wir machen hier zwei Durchführungen heute. Wir machen einen hier 16.30 Uhr, wo wir alle die Maschine auf einmal zeigt und durchgeht die Technik und so weiter und zeigt, wo die live hier fährst auf dem Acker. Und dann können wir hier, wir haben gut 30 Hektar, wo wir hier heute fahren können. So, wir machen auch hier, wo die Kunden mitkommen, den Schlepper und wir zeigen, was hier losgeht.